Aller Anfang in Elden Ring ist schwer. Lasst ihr euch aber auf das Open World Souls-like ein, kann der Einstieg mit einer ordentlichen Lernkurve verbunden sein. Zwar ist die riesige Spielwelt namens Zwischenland ziemlich gefährlich und hält unzählige Monster und Kreaturen für euch bereit, doch es gibt viele unterschiedliche Mittel und Wege, um euren Charakter möglichst schnell stärker zu machen. Wir erklären euch in diesem Guide, wie ihr innerhalb von nur einer Stunde ganz einfach mehr als 500.000 Runen bzw. Erfahrungspunkte farmen könnt, ohne euch dabei einer wirklichen Gefahr auszusetzen. Begebt euch nach Caelid ganz im Osten der Karte und sucht dort den Ort der Gnade Lennys Turm auf. Von hier aus reitet ihr mit Sturmwind den schmalen und langsam abfallenden Weg entlang, der unter der riesigen Brücke über euren Köpfen durchführt und schließlich beim Refugium der Bestien endet. Sobald ihr auf der rechten Seite die Klippen seht, bewegt euch langsam und weiterhin mit dem Abgrund zu eurer Rechten an diesen entlang. Wenige Meter später wird links von euch eine große Kugel aus dem Nichts auftauchen und direkt mit einem ordentlichen Tempo auf euch zurollen. Lasst euch von dem Objekt nicht treffen, sondern weicht am besten mit einem kurzen Sprint oder Sprung seitens Sturmwind in letzter Sekunde aus, damit die Kugel über die Klippen rollt und hinunterfällt. Ein direkter Kontakt mit der Kugel kann, vor allem wenn euer Charakter nicht über viele Lebenspunkte verfügt, durchaus tödlich enden. Da ihr aber direkt bei dem Ort der Gnade am Turm spawnt, ist das nicht weiter schlimm. Eure verlorenen Runen könnt ihr euch schließlich ganz einfach wiederholen. Doch kommen wir zur wichtigsten Frage, die ihr euch jetzt an dieser Stelle im Video bestimmt stellt, und zwar: Wie viele Runen kann ich maximal farmen? Für diese Aktion erhaltet ihr satte 1952 Runen auf eurem Konto gutgeschrieben. Reist jetzt per Teleport zurück zum weiter oben gelegenen Ort der Gnade, rastet dort kurz und reitet im Anschluss direkt wieder zu der beschriebenen Stelle. Den Vorgang mit der auf euch zurollenden Kugel könnt ihr jetzt beliebig oft wiederholen, um jedes weitere Mal 1952 Runen zu erhalten. Schafft ihr den Vorgang 5-mal in der Minute, ergeben sich daraus bereits stolze 9760 Runen. Pro Stunde würdet ihr in diesem Tempo sogar stattliche 585.600 Runen erhalten und könnt dadurch euren Charakter entweder ziemlich schnell aufleveln oder euch auf Einkaufstour bei den Händlern im Zwischenland machen. Somit handelt es sich dabei um die schnellste Möglichkeit, um innerhalb kürzester Zeit und ohne viele Gefahren an viele Runen zu gelangen. Eine Begrenzung, wie oft ihr den Vorgang wiederholen könnt, gibt es aktuell anscheinend nicht. Es ist aber durchaus möglich, dass From Software mit einem zukünftigen Update an dem Trick mit der Kugel schraubt. Weitere News, Guides und Artikel zu Elden Ring findet ihr natürlich auf playcentral.de.